Die Josef Reiling Unternehmensgruppe hat sich seit 1963, also ihrem Gründungsjahr, zu einem führenden Bauunternehmen entwickelt mit aktuell mehr als 1800 Mitarbeitern. Im Jahr 2021 bedeutet dies, dass ein wichtiger Eckpfeiler unserer Unternehmensstrategie die Digitalisierung ist. Und diese Umsetzung der Digitalisierung ist bei uns in der Abteilung Unternehmensentwicklung verortet. Unsere Abteilung, die Unternehmensentwicklung in der Josef Reiling Unternehmensgruppe, dient sozusagen als Dolmetscher zwischen den Fachabteilungen und den Softwareherstellern. Wir machen auch die Projektsteuerung bei Einführung neuer Software sowie natürlich auch die Unterstützung bei der Auswahl dieser Software, eben die Anforderungen aufzunehmen und gegenzuprüfen, bis hin dann wirklich nach Einführung der Software die Dokumentation sowie auch die Betreuung für den Endanwender. Wir waren auf der Suche nach einer Software, die uns Prozessexzellenz ermöglicht. Das heißt für uns konkret, dass wir die vorhandenen ERP-Systeme und auch Insellösungen aus den Fachabteilungen, da wir ja nicht von einer grünen Wiese gestartet sind, miteinander zu verbinden, den Datenaustausch zu ermöglichen, aber auch etwaige Prozesslücken zu schließen. Und hier war für uns die beste Wahl Webcon BPS, weil wir hier die Flexibilität, die offenen Schnittstellen und natürlich auch die Prozessdigitalisierung in einer Software hatten und wir jetzt aktiv damit die Lücken schließen. Damit wir das Thema Digitalisierung vorantreiben können, in unserem Unternehmen haben wir mit Herrn Poller einen Mitarbeiter mit an Bord geholt, den wir zu 100% nur mit Webcon BPS in der Entwicklung betraut haben. Und in Zusammenarbeit haben wir einfach die Möglichkeit, vor allem auch, weil die Prozesse in Webcon bezüglich Wartung fast gegen Null gehen, wirklich sehr viele Anforderungen oder beziehungsweise Projektanfragen aufzunehmen und auch umzusetzen. Also seit der Einführung von Webcon BPS konnten wir die Möglichkeiten der Plattform schon in zahlreichen Projekten voll ausnutzen. Derzeit arbeiten wir an einer Smart Maintenance Lösung für unsere Baumaschinen, in der wir die Betriebsdaten, also die aktuellen Betriebsdaten unserer Telematikplattform mit den Informationen aus unserem ERP-System abgleichen. Und das haben wir mit Webcon BPS gelöst, weil das für uns eigentlich die beste Lösung war. Durch die offene Architektur und vor allem auch durch die REST-Schnittstelle war das für uns eigentlich das entscheidende Kriterium. Ein Prozess, wo wir sehr umfangreich eine bestehende Softwarelösung angebunden und auch darüber hinaus automatisiert haben, ist unser zuerst banal klingenden Prozess der Rechnungsverarbeitung für Übernachtungen. Dort haben wir es geschafft, aus dem ERP-System die Grunddaten der Rechnung auszulesen, dort dann die Möglichkeit zu schaffen, für den Rechnungsprüfer die übernachtende Person mit zu hinterlegen und auch die Kosten der Frühstücks, das ja relevant ist sozusagen für die Lohnabrechnung, dann einmal monatlich automatisiert zu verarbeiten, über alle Rechnungen hinweg die Summe zu bekommen für einen Mitarbeiter und das wirklich in Sekundenschnelle und in Sekundenbruchteilen, dann eben durch den Sachbearbeiter das zu verarbeiten und in die Lohnabrechnung mit einfließen zu lassen. Und dort haben wir sozusagen einen Seitenkanal geschaffen, einen Prozess, wo wir angebaut haben, der uns aber zeitlich und auch vom Aufwand her sehr viele Vorteile bringt, weil wir eben Sachen automatisieren konnten. Eine Möglichkeit, wo wir normalerweise Standardsoftware eingesetzt hätten und die wir jetzt mit Webcon umgesetzt haben, war im Bereich Netzbau, speziell den Glasfaserausbau. Dort hatten wir ein Projekt, wo es sehr strenge Vorgaben gab vom Auftraggeber und auch aus der Fachabteilung selber her. Und dort haben wir auch einfach gar keine Software gefunden, die unseren Anforderungen entsprochen hätte. Diese haben wir dann in sehr schneller Zeit selber entwickelt. In der Praxis ist die Nutzung der Software so, dass also auf der Baustelle mit Handys gearbeitet wird, da mit dem Smartphone. Der Polier wählt die Adresse aus den möglichen Adressen aus, also so sind Fehleingaben verhindert. Macht seine vier Fotos, die ihm als Pflichtfelder vorgegeben sind, gibt Arbeitszeit und die Rohrfarbe ein und schließt damit seine Baustelle ab. In dem Moment geht das Ganze sofort zur Bauleitung rüber. Diese überprüft dann die Fotos, gibt sie frei und es werden automatisch Fotos exportiert und PDF-Dateien generiert, die dann abends an den Auftraggeber gehen. Und somit haben wir also eine durchgehende digitale Baudokumentation mit Prüfungsschritten und entsprechenden Aufgabenzuweisungen und damit sind wir sehr zufrieden. Also wir spüren die Auswirkungen von Webcon BPS, seit wir es eingeführt haben, nicht nur bei uns in der Abteilung, sondern auch im ganzen Unternehmen. Denn aufgrund der globalen Prozesse, die wir bereits umgesetzt haben, bekommen wir aus den Fachabteilungen bereits sehr viele Anfragen für Projektumsetzungen, die wir mit Webcon lösen wollen.
Und durch das, dass wir jetzt Webcon im Einsatz haben, können wir das wesentlich schneller, agiler und vor allem individueller umsetzen und Prozesse ausrollen. Also wir haben den Anspruch, immer besser zu werden und nutzen da also auch ganz stark die Webcon Academy, mit der wir dann doch bestimmte Themen oder neue auch Funktionen vorgestellt bekommen. Es sind auch so Best-Practice-Beispiele, die wir auch als übernehmen, um eigene Ideen weiterzuentwickeln oder überhaupt auch eigene Ideen erst zu generieren. Und außerdem nutzen wir also auch ganz stark die Community, wo einfach der Austausch unter den Usern hervorragend ist. Und der Webcon also auch sehr stark auf die Vorschläge innerhalb der Community eingeht und also mit jeder Webcon-Version neue Funktionen hinzukommen, die also auch vielfach aus der Community heraus gewünscht wurden. Alleine wenn man sich vorstellt, was für ein Zeitaufwand dahinter steckt, wenn man jetzt Standardsoftware einführen möchte und nur die Vorauswahl an Lösungen erstellt und dann ja noch tatsächlich die Software auswählen muss. In der Zeit haben wir bei vielen Problemen schon die Möglichkeit, mit Webcon erste Prototypen vorzuführen. Wir sehen auf jeden Fall eine Verbesserung in der User Experience. Dadurch, dass die Applikationen von der Gestaltung her alle sehr ähnlich sind, sehen wir da einfach diese intuitive Anwendungsnutzung durch unsere Mitarbeiter, die sich also, wenn sie ein Programm beherrschen, in dem nächsten Programm sofort zurechtfinden und da überhaupt keine Probleme mehr haben. Also für ein Unternehmen in unserer Größenordnung ist natürlich das Thema Benutzerrechte unheimlich wichtig. Und mit Webcon BPS haben wir die Möglichkeit, das sehr fein zu steuern. Wir können also bis runter auf die Inhaltsebene gehen und dort Berechtigungen vergeben. Und was auch unheimlich wichtig für uns ist, dass wir während des Prozessablaufs also dynamisch auch noch Berechtigungen tauschen können oder verändern können. Und da sind wir sehr zufrieden. Was für mich persönlich Webcon BPS einzigartig macht, ist die Instant Change Technologie, das uns ermöglicht, einen laufenden Prozess, also einen operativen Prozess, noch abzuändern, ohne dass wir irgendwie großartig Downtime bekommen, sondern es geht im Sekundenbereich. Wir können die neue Version einspielen, ohne dass das der Anwender merkt. Konkretes Beispiel: Wir haben in der Lohnabrechnung die Versteuerung des Firmenfahrzeuges. Dort hat sich jetzt vor kurzem eben ergeben, dass auch unser Fuhrpark ein E-Auto oder ein hybride Autos umfasst. Und wir mussten jetzt im operativen Prozess einfach das Dropdown, so banal wie es sich anhört, erweitern, eben um die Versteuerungsarten mit abbilden zu können. Und das hat super funktioniert und einfach auch wirklich im laufenden Prozess. Durch diese Verkürzung der Laufzeiten zwischen Anforderungsaufnahme und Umsetzung mittels Webcon BPS haben wir auch die Möglichkeit oder nehmen wir uns auch die Zeit, Prototypen zu entwickeln oder Minimum Valuable Products, wie es so schön heißt, und damit in den Fachbereich zu gehen und sofort Rückmeldungen, also Feedback einzuholen und dadurch wesentlich agil unterwegs zu sein. Und das ermöglicht uns wirklich sehr schnell in kurzen Schritten zu einem Produkt zu kommen oder zu einem Prozess, der sehr ausgereift ist.